Willkommen zu einer neuen Ausgabe Game Genoss mit World of Tanks, noch in der Beta, kommt am 12. März raus oder am 13., wir wissen es selber nicht genau, der Release-Termin ist noch etwas unklar. So, wie weit sind wir? Ich bin bereits stolzer Besitzer eines VK3601, meine Forschung läuft auf Hochtouren, ich nähere mich der 88 und dem Panzerkampfwagen Tiger, Panzerkampfwagen 5 Tiger. Ja, wie man hier sieht, ich habe bereits 7054 XP wieder. Für die Pack brauchen wir, also für die 88 brauchen wir 9500 Punkte. Die haben wir bald erreicht. Meine Mannschaft fast schon alles komplett auf 100% mit Tarnung und Brandbekämpfung plus Reparatur. Wir starten einmal ein Gefecht. Eingebaut habe ich zusätzlich eine Lüftung Klasse 2 und ein Tarnnetz. Als nächstes sollte noch hinzukommen die Sichtweite. Oh, ich bin etwas im unteren Mittelfeld. Vorher hatte ich einen guten Run. 5 Panzer zerstört. Auch das gibt es, wenn es gut läuft, aber World of Tanks ist da immer etwas offen. Ich habe schon Spiele gesehen, da waren wirklich bloß noch 5 Spieler von unserem Team am Leben und vom anderen noch komplett die ganze Mannschaft und wir haben noch gedreht. Es ist, es heißt immer, es ist sehr unbalanciert, aber ich denke auch gerade dieser Faktor macht diesen Reiz des Spiels aus. Hier haben wir auch einen Ferdinand im Rennen. Ein wirklich dicker Pott. Wo steckt der denn? Ah, ganz vorne an der Front. Und oh, 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 ein T29. Das sind Teile. Nicht mehr im Krieg zum Einsatz gekommen. Glaube ich, die Produktion lief Ende 45 erst an. Und warum renne ich eigentlich so weit vor? Und wir haben einen hier mit einem Flakgeschütz noch mit drin. Ein Leichttraktor, oder? Ein T2 Light. Oh, und eine Su-5, wie nett. Die tun sich natürlich schon sehr schwer. Mit diesem Leichttraktor würde ich nicht mehr vorfahren, aber der Name Adi sagt schon alles, was das für ein Trottel ist. Noch hinzufügen wollte ich an alle Bot-User, ich würde es lassen, da ja regelmäßig diese User und auch die Teamkiller im Forum gepostet werden. Im offiziellen, da es ein russisches Game ist und die etwas andere AGPs haben wie Blizzard und so weiter. Ein KV schon hübsch verletzt. Der wird bald Geschichte sein. Spätestens wenn Ferdinand durchdrückt. Ist uns ein Fels im Weg und der versteckt sich recht gut. Die Gefechte laufen teilweise sehr taktisch wirklich ab. Ich war auf schon sehr guten Gefechten, wo dann wirklich die 15 Minuten voll ausgereizt worden sind. Hier haben wir einen Tiger im Visier. Natürlich auf die Front zielen ist beschissen, aber was bleibt einem anders übrig, wenn er seinen Arsch nicht herdreht?
Ja, der Tiger hat noch 1%, ich hoffe. Jupp. Nein. Der Kill gehört mir leider nicht. Tja, da kann man nichts machen. Man muss eben auch etwas Glück haben in diesem Game. Hier fährt etwas Leichtes. Boah, da hat mich was getroffen. Was auch immer. Oh oh. Ein M6. Tja, das war's. Das Spiel ist vorbei. Ich glaube, wir verlieren es auch, weil Mr. Adi ist noch im Gefecht und der wird's nicht richten können. Mit seinem leichten Vehikel. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was und nicht vergessen, Channel abonnieren und unser Facebook-Channel mit Gamegenuss. Ciao, schönen Abend noch, euer Gandalf.